Hallo und herzlich willkommen zur Steinezeit. Wir sind bei Video 168 angekommen und wir schauen uns heute den EU-Star von Bluebricks an mit 6 Waggons oder 4 Waggons und 2 Triebköpfen. Ein ganz toller Zug. Vom Aussehen her 4114 Teile, ist knapp 2,50 Meter lang und hat momentan einen Preis von knapp 160 Euro. Ja, darum soll es in dem Video gehen. Wir werden einige Sachen anpassen müssen. Der Waggon passt von der Länge her. Der ist 3 Noppen kürzer als so ein ICE-Waggon und der kommt unten an der Kurve vorbei. Den Triebkopf werde ich vielleicht kürzen müssen. Da kommt jetzt drauf an. Vielleicht kann ich auch was mit den Drehgestellen, mit den Anpassen was erreichen. Und ich werde auf einer Seite versuchen, natürlich wieder mit 2 Motoren zu arbeiten, 2 Motoren einbauen, um auch genügend Kraft zu haben. Und ich werde versuchen, auch hier den Abstand zu verringern zwischen den Waggons. Ja, das sollen so mal die Highlights für das heutige Video sein. Wenn ihr euch fragt, Umbau, das ist jetzt das letzte Video vor dem Umbau. Eventuell mache ich noch einen kleinen Short und dann geht es dann tatsächlich hier hinten weiter, weil dann haben wir ja schon August und dann fangen wir an hinten mit Abbauen und Umbauen. Ja, ich würde sagen, ich gehe rüber zum Esstisch, mache jetzt die ersten Modifikationen. Kugellager werden natürlich auch wieder eingebaut. Bleibt dran. Ja, ich war jetzt schon mal drüben am Esstisch, der Zug steht jetzt hier wieder da und ich habe jetzt schon die ersten 3 Waggons, also die linken 3, vorderen 3 umgebaut und erstmal probiert, ob denn das Ganze auch so funktioniert, was ich vorhabe, bevor ich euch die Details zeige. Und jetzt steht er schon mal hier mit dem jetzigen Arbeitsstand. Ich habe jetzt hier schon die Lok fertig gebaut, da sind 2 Motoren drin. Dann habe ich die Drehgestelle hier umgebaut an den Waggons und ich habe hier unten auch die Zwischenstücke gekürzt und angepasst. Das heißt, wir haben jetzt hier einen kleinen Abstand. Das funktioniert auch um den R40 Radien. Ich wollte eben erstmal schauen, ob das Ganze funktioniert, bevor ich euch dann die ganzen Details zeige. Und jetzt fehlen dann praktisch nur noch die beiden Waggons hier dann auch entsprechend anpassen. Die Drehgestelle anpassen, es ein bisschen weiter hinten sitzen, Zwischenraum anpassen und die Lok hier vorne, die wird auch noch gekürzt um 4 Noppen. Und das machen wir jetzt drüben am Esstisch und ich zeige euch dann jetzt die Details. Ja, wir sind am Esstisch und ich habe jetzt mal den Zug hier hergestellt und aufgebaut. Rechts, das andere rechts, das rechts hier, hier sind die fertigen Waggons, das sind die Waggons, die wir noch anpassen. Hier vorne ist jetzt die Lok, wo die 2 Motoren schon drin sind, die auch schon gekürzt ist. Und hinten ist dann die Lok, die noch nicht, oder der Triebkopf, der noch nicht gekürzt ist. Wir können jetzt mal kurz hier vergleichen. Im Prinzip ist jetzt ein Waggon so lang. Und ich denke, wenn ich das jetzt hier mit dem Triebkopf anschaue, ist das schon extrem lang. Und da macht es durchaus Sinn, das Ganze zu kürzen. Und für meine Anlage ist es natürlich dann auch wieder wichtig, ich komme mit der langen Variante nicht an meiner Felsenkurve unten vorbei. Ja, das ist erstmal so die ersten Sachen. Ihr braucht, wenn ihr das Ganze umbaut, einiges an Sachen. Ihr braucht ein paar solche graue Blades mit 4x8, einige hellgraue Blades. Ihr werdet dann hier sowas brauchen, 1x3 Blade und dann so einiges an 1x6 und von diesen Stäben in verschiedenen Längen von 10. Ich glaube 1x10 sind es, werdet ihr einige brauchen. Und ja, das sind so ein wenig die grundsätzlichen Sachen. Was habe ich hier jetzt gemacht? Ich habe hier ein Fenster im Prinzip rausgenommen. Und zwar habe ich das Fensterteil rausgenommen mit 3 Noppen oben drauf und dann entsprechend diese 2 blauen Einzersteine. Wir schauen mal rein. Das hier habe ich gelassen, wie es beim großen Triebkopf ist. Und das hier vorne, ich mache das jetzt mal ab. Ich versuche das zumindest, weil das ganze Teil hier vorne bringt die Stabilität von dem Waggon. Ja, es geht halbwegs, ohne dass es auseinanderfällt. Das können wir schon, na, machen wir wieder drauf. Ja, und hinten probiere ich das jetzt auch mal. Wie gesagt, das ganze Dach bringt hier immer die Stabilität rein mit. Und jetzt wird das Ganze doch schon etwas filigran hier drin. Also, das ist jetzt das, was ich hier auch gekürzt habe. Und dann braucht ihr eine blaue 1x6 Fliese, um das gut hinzubekommen. Da sind praktisch auch 4 Noppen raus.
Das ist jetzt das Teil, wie es original drin ist, und das hier ist rausgekommen. Okay, schauen wir mal innen rein. Innen drin habe ich jetzt zwei Öffnungen. Einmal vorne, die habe ich gelassen, wie sie war, und dann hier hinten drin die Öffnung für die Motoren. Ich habe unten dran, wenn wir uns das Fahrgestell anschauen, können wir es vergleichen. Da sind jetzt im Prinzip zwei so 10er-Platten drin, 4x10, und in der Mitte ist eine 4x8-Platte. Die 4x8-Platte ist rausgekommen. Ich habe hier dann die lange 10er-Platte drin, eine 12er-Platte habe ich eingebaut sogar, und dann habe ich zwei kleine 4x4-Platten. Das habe ich deshalb gemacht, damit ich hier drin Stabilität reinbekomme. Deshalb ist hier so eine 12er-Platte drin, um das Ganze, ja, wie gesagt, entsprechend stabil zu bekommen, weil hier ist das Ganze getrennt in der Mitte vom Aufbau her. Da können wir, ach, ich mache das mal da runter. Guck mal innen rein. Also wie gesagt, hab das hier sind vier, das sind vier Teile drin, die, wo das Ganze zusammengefügt ist. Und ihr seht, ich habe auch hier 4x4 Platten mit reingebaut und dann halt entsprechend den Aufbau reingemacht, damit ich hier das stabil kriege. Was jetzt durch trotzdem mal. Es fällt mir zwar jetzt wahrscheinlich alles auseinander, weil das Dach nicht drauf ist. Ich zeige euch jetzt aber trotzdem mal das Ganze, wie es unten drunter ausschaut. So, hier habe ich auf dem Stück habe ich eins überstehen lassen. Vielleicht auch für euch interessant, und da ist dann hier eine 1x6 Blade drin, da werdet ihr auch einige brauchen, um das zusammenzubauen. Und so schaut es dann im Prinzip von den Blades aus, ne? Da gehören normalerweise diese 8er Platten, 4x8, wo habe ich sie? Hier, normalerweise wäre es gut, wenn hier 4x8 Blades drin wären, ich habe aber keine mehr da gehabt, deshalb habe ich das mit 4x4 gemacht und habe halt hier auch die dunkelgrauen rein, weil man es nicht sieht. Man kann natürlich auch eine andere Farbe verwenden. Also wie gesagt, habe eine 4x4, eine 4x12, eine 4x4, dann hier zwei 8er. Das hier sind so Winkelteile. Da habe ich jetzt keins rumliegen, kann ich euch später nochmal zeigen, wenn wir den anderen Waggon etwas anpassen. Ja, und dann habe ich hier eine, das hier sind 1x6er Stäbe drin. Und innen drin ist dann so ein langer 2x16 ist das, glaube ich, was da drin ist. Und dann kommen da oben nochmal eben diese Blades rein. Das sind keine 6-4er, das sind 6er Blades, die oben drauf sind. Ich hoffe, ihr seht es jetzt alles halbwegs, dass ihr das nachbauen könnt. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt einfach nochmal nach. Ja, und so ist der Aufbau im Prinzip. Und hier hinten, hier habe ich das ganze Stück um 4 Noppen verlängert. So schaut es normalerweise aus. Also hier sind nochmal zwei so, also 4 Noppen von der Länge reingekommen. Und unten drunter schaut es dann im Prinzip so aus, dass ich die Technikstange mit dem Loch, die habe ich eins nach hinten versetzt. Und da ist dann eine 2x6 und eine 2x6 Blade zum Verlängern. Das ist eine 1x3 Blade. Und dann habe ich hier eine entsprechende Öffnung und das Kabel geht dann genau hier rein. So, das sind so mal so die Hauptdetails. Ich mache jetzt das Dach wieder drauf, das brauche ich euch nicht zu zeigen. Mache einen Schnitt erstmal und setze einen Bauart ab rein und dann zeige ich euch wieder, wie das ganze Zeug fertig ausschaut. Und dann geht's weiter. Ja, es ist jetzt alles zusammengebaut, es ist wieder alles stabil. Wie gesagt, wenn die Dachteile drauf sind, wird das Ganze stabil und funktioniert wieder gut. Ich habe jetzt einen Bauart-Abhub drin, ich habe vorne drin einen Umschalter reingemacht, ich habe den PV-Production-Adapter drin, um dann die normalen Motoren mit den Power-Function-Anschlüssen verwenden zu können. Und dann machen wir jetzt das Teil da hier wieder drauf und er fährt. Na? Mehr gibt es eigentlich momentan nicht dazu zu sagen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in den Kommentaren. Vielleicht kann ich noch mal was Kurzes mit dazu machen. So, jetzt schauen wir uns den hier an. Der soll jetzt auch gekürzt werden um 4 Noppen. Und wir haben ja jetzt hier vorne nicht mehr diese Seitenteile, wie sie an dem Motor dran sind. Also habe ich mir selber was gebaut. Und zwar einfach ein ganz normales Fahrgestell.
die zwei übrigen Drehachsen, die vom anderen Waggon oder von der anderen Lok übrig sind, habe hier unten drin, wie ihr sehen könnt, hier so runde Teile reingemacht mit dunkelgrauen Blades, das Ganze gebaut. Ich denke, ihr seht es selber und könnt es dann auch nachbauen. Und dann habe ich jetzt die Boogie Blade außermittig drin und dann hier hinten nur eine Nobbenreihe, vorne zwei Nobben rein. Die grauen fließen wieder drauf, da werdet ihr auch welche brauchen, die sind nicht mit im Zuge dabei. So, und dann tue ich das so rumstellen, damit die Boogie Blade, damit das Ganze nach vorne geht. Und dann habe ich hier ein bisschen größeren Abstand. Das tun wir dann beim Umbauen ausgleichen und tun das hier vorne die Lücke schließen. Dann schauen wir uns hier hinten das an, die hintere Boogie Blade. Und da schaut es so aus, um einfach die Fahrgestelle oder Drehgestelle das Ganze besser hinzukriegen. Habe ich das jetzt so gemacht, dass ich die Blade runternehme und wir tun die einfach eins nach hinten versetzen, tun dann wieder hingehen und setzen es wieder drauf und dadurch erreichen wir die kurzen Abstände. Ich stecke das jetzt trotzdem mal hin, auch wenn es nicht passt und dann seht ihr, dass hier dann der Abstand schon geringer ist und das ist das ganze Hexenwerk. Allerdings muss dann hier das ganze Zeug unten auch umgebaut werden. Ich tue jetzt mal zerlegen und dann melde ich mich gleich wieder bei euch. Ja, die ersten Sachen sind herausgebaut. Ich mache jetzt immer mal so kurze Bauabschnitte und versuche euch das ein bisschen immer zu zeigen. Die Fenster kommen jetzt praktisch hier heraus. Das Dach ist herunten. Ich mache dann jetzt die vier Noppen raus und dann melde ich mich gleich wieder bei euch. Ja, so schaut es jetzt aus. Wir haben jetzt hier die neue Seite, hier die alte Seite. Das ganze Zeug einfach rausgemacht. Hier unten ist dann dieser 1x3 Stein, der gelbe drin. Die sind noch hinten alle versetzt, die gelben Steine. Und ich habe hier einen langen grauen 1x12 Stein reingesetzt. Da habt ihr dann reichlich übrig, wenn ihr die Waggons umbaut. Da fallen dann einige an. Deshalb würde ich empfehlen, macht erst die Waggons. So schaut das Ganze aus. Ich bin gleich wieder da. Ja, die andere Seite ist jetzt auch fertig und wir brauchen jetzt hier unten drin einen zusätzlichen 1x6 Stein und hier tun wir dann die 1x3 Steine drauf, wie ich euch vorhin schon bei der anderen Lok gesagt habe. Ja, ich habe jetzt hier das Mittelstück hier rausgebaut mit den Sitzen. Das ist hier recht stabil eingebaut. Kriegt es raus. Ich versuche das dann auch wieder hier genauso reinzusetzen. Jetzt tun wir das Ganze hier kürzen. Ich tue das mal kurz zerlegen und dann schauen wir weiter. Ja, ich habe jetzt hier hinten das Drehteil nochmal an, also die Aufnahme fürs Drehteil nochmal angepasst. Und zwar habe ich hier die Steine ausgetauscht. Hier hinten ist jetzt die 2x6 und die 1x6 ist hier vorne. Und das 1x6 Teil habe ich hier hinten gebaut und nicht mehr hier vorne drin, damit ich dann, wenn das hier angebaut wird, mehr Stabilität reinbekomme. Ja, jetzt wird es etwas komplizierter und aufwendiger. Innen drin schaut es ja so aus, dass ich hier die Teile da oben der Seite drauf habe und hier ist ein langes 1x16 müsste sein und hier habe ich 1x6 Steine. Ich muss aber jetzt das Teil hier vorne an die Position hinbringen. Das heißt, ich muss hier das Ding hier das alle auseinandernehmen und ich habe hier nur noch 5 Noppen Abstand und ja, habe das Ganze asymmetrisch. Liegt aber jetzt daran, ich möchte den ganzen Triebkopf hier vorne, sorry, nicht ändern. Deshalb brauchen wir hier drin die Umbaumaßnahmen. Ich mache das jetzt und dann zeige ich euch das wieder. Ja, so schaut das Ganze jetzt im Prinzip aus. Ihr seht hier die dunkelgraue 4x6 Platte. Dann habe ich hier unten jetzt nochmal angepasst von den Blades her. So schaut es jetzt da aus. Eine mit 4 lang, eine 10 lange und eine 1er und eine 8 lange Blade und innen drin schaut es so aus, als ich jetzt das lange Teil raus habe und habe ein kürzeres rein und hier eine 1x2 Blade und jetzt kann ich hier wieder meine Sachen einbauen. So, machen wir schnell zusammen. Also es ist tatsächlich so, dass ihr ein paar Blades von euren eigenen Sachen braucht, um das Ganze hier gut zu realisieren. Dann kommt das da drauf, dann brauchen wir hier eine vierte Blade und das hier machen wir runter und uns dann hier mit reinsetzen. Hintergrund ist, damit ich hier dann später mehr Stabilität bekomme. Ich setze das ganze Zeug zusammen und dann bin ich gleich wieder bei euch. Ja, zum Thema Zusammensetzen, das hier, das passt jetzt natürlich alles wieder genau hier in das Vorderteil vom Klickkopf rein.
Ja, so schaut das Ganze jetzt aus. Das Video wird immer länger. Ich hoffe, das ist nicht zu langatmig. Mir fällt gerade auf, ich hätte fast schon zwei Videos draus machen können. Aber egal, ich bleibe jetzt dran und mache das gerade zu Ende. Die Seitenteile sind jetzt wieder dran, zumindest auf der einen Seite. Unten ist angepasst, einmal 6 Blät drin, ein 1er Blät ist drin und dann hier das einmal 2 Stück ist drin. So schaut das Ganze jetzt aus. Ich habe jetzt noch festgestellt, man kann natürlich jetzt auch hergehen und kann hier nochmal so ein 2x4 Stück reinsetzen, um das Ganze hier noch vorne noch stabiler zu bekommen. Dann kann man die graue Blade hier wieder rausmachen. Das mache ich gleich. Mache ich dann die dunkelgraue rein. Hellgraue habe ich keine. Es wird aber auch reichen, wenn man dann hier später versetzt, das Ganze hinsetzt und so zusammenbaut. Aber ich denke, man kriegt da mehr Stabilität, wenn wir das machen. So, auf der anderen Seite schaut es hier noch so aus. Da ist gerade ein Teil rausgefallen. Das ist, ja, gucke ich nachher noch. So, und dann haben wir hier die Seite. Da habe ich jetzt hier auch noch mal 2 Blades reingesetzt auf der Seite, damit wir hier das Ganze noch mal schön stabil machen können. Jetzt gucke ich mal. So, ich habe jetzt hier eine 2x6 Blade, die setzen wir da drauf, um das Ganze zu fixieren und mehr Stabilität reinzukriegen. Ja, Fliesen habe ich hier auch umgebaut. Dann machen wir das hier mit Fliesen wieder teilweise zu. Ich baue es zusammen und dann zeige ich es euch gar letztendlich. Ja, weiter geht's. So schaut das Ganze jetzt aus. Ich habe jetzt unten die Räder dran, Kugellager sind drin und das Ganze ist jetzt auch die Verkleidungen dran und fixiert. Ich hoffe, ihr könnt das alles so erkennen von den Steinen her, die da drin sind. Und wie gesagt, die Stabilität, die kommt dann durch das Zusammenbauen. Innen drin habe ich die Sitze gar reingebaut. Ich habe hier hinten nochmal eine Fliese mit reingemacht, um das zu verstärken. Da vorne ist die Fliese wieder drauf, um das Ganze stabil zu kriegen. Und letztendlich wird das Ganze richtig fest dann durch das Dach. Ja, das Video ist momentan wieder was länger. Schreibt mir doch in den Kommentaren, ob das okay für euch ist, wenn es mal auch ein langes Video gibt. Oder wenn dann wieder mal sowas ist, ob ich das lieber auf 2 Videos aufteilen soll. Ich mache das Dach drauf, dann gehen wir zu den Waggons. Ich bin gleich wieder da, bleibt dran. Ja, da sind wir wieder. Das ganze Teil ist jetzt hier fertig zusammengebaut. Der Triebkopf passt, Kugellager ist drin, er rollt schön, schaut gut aus und jetzt können wir schon bei den Waggons gar weitermachen. Und zwar schaut so aus, dass jetzt hier bei den Waggons das ganze Zwischenstück hier angepasst werden muss. Das heißt, wir müssen es insgesamt um 2 Noppen kürzer machen und wir müssen jetzt hier auch dann die Boogieplätze oder die Fahrgestelle umbauen. Das machen wir natürlich jetzt, indem wir jetzt hergehen und tun das Ganze nach hinten versetzen, die Boogie Blade um 1 Noppe nach vorne. Das müssen wir bei allen 4 noch machen und dann passt es so wieder rein. Also und ihr seht schon, warum das Ganze gekürzt werden muss. Ich baue erstmal das ganze Zeug auseinander und dann melde ich mich wieder bei euch mit den Details. Ja, ich habe jetzt hier die Seitenteile abgemacht und man kann jetzt hier unten relativ einfach das Innenteil rausnehmen mit den Sitzen drauf und dann kann man das ganze Zeug gerade zerlegen. Das mache ich jetzt noch schnell, Stühle runter und dann tun wir es noch kürzen und die Dinger da hier, die müssen auch weg alle. So, ich habe jetzt die Grundplatte halbwegs zerlegt. Ich habe jetzt hier eine von den langen, von den 10 Noppen langen Blades rausgenommen, habe hier dafür eine mit 8 Noppen Länge hingemacht. Das heißt, die, was in der Mitte waren, die 8 Noppen, eine ist außen, da ist die zweite und die andere 10er ist jetzt in der Mitte. Dann schaut es jetzt so aus, dass ich diese abgestuften Teile an der Seite hingemacht habe. Das habe ich auf der linken Seite weggemacht. Hier machen wir das auch noch weg auf der Seite. Dann können wir hier die Base Blade, Quatsch, nicht die Baseplate, die Blades draufsetzen und dann kann ich hier die Winkelstücke draufsetzen, rechts und links. So, und dann müssen wir nur noch hier die unteren Stücke reinbauen. Das ist jetzt runtergefallen, das machen wir gleich wieder hin. So, und dann brauche ich hier nur die Lücken zu schließen und da oben können wir dann wieder die Platten draufsetzen. Das machen wir auch gleich. Also ich bleibe dran, ich zeige euch das. So, die Lücken sind geschlossen, die Eckteile haben wir rausgemacht. Das Ganze hier ist auch zu. Mit einer 2er und 1er Noppenbreite breite Blade. Dann können wir das hier wieder draufsetzen. Und dann tun wir die 2x2 Blades hier setzen. Noch habe ich mir noch eine neue mit dazu genommen.
und schon ist das Untergestell wieder fertig. Dann können wir die Sitze drauf machen und wie ihr seht, wenn wir jetzt hier unten hingehen, dass das Ganze kürzer geworden ist. Jetzt schauen wir uns den Waggon noch mal innen drin an. Bleibt dran. So, ich habe jetzt das Dach mal runter gemacht von den ganzen Waggon. Jetzt können wir hier durchgucken. Und zwar schaut es jetzt so ausgeschaut. Das war da drüben auch. Wir haben hier so eine Fliese drin. So, mit einem 1x4 Stab drin und einen Stuhl haben wir drin. Das muss raus auf beiden Seiten. Die Fliese hat dann das ganze Unterteil festgehalten. So, jetzt können wir das hier oben wieder draufsetzen. Mittig, dann sehen wir, wie sich das da drin verhält. So, und dann sehen wir, das ist jetzt ein bisschen kürzer, das Ganze. Das heißt, wir brauchen jetzt, so, habe ich das runtergemacht, ein paar Teile. Und zwar brauchen wir hier sowas. Und jetzt habe ich das zweite Teil verlegt. Oh, sorry. Da brauchen wir auch eins drauf. Dann können wir das wieder da drauf setzen, mittig. So, und dann haben wir hier das auf eine Höhe. Und dann können wir, da habe ich mir 2x3 Blades geholt. Die setzen wir auf der Seite drauf. So, und hier auf der anderen Seite, da geht eine 4x4 Blade, eine große. Die setzen wir da rein. Und schon ist das ganze untere Teil fest dran gebaut. So, ich baue jetzt die Sitze noch rein, baue es wieder zusammen und dann melde ich mich wieder bei euch. So, die Sitze sind drin, schaut jetzt praktisch so aus das Ganze und jetzt können wir das Dach wieder drauf machen. So, das Dach ist jetzt drauf. Oben ist er wieder zusammengebaut, der Waggon. Ich habe jetzt hier unten wieder Einzelstäbe hingemacht, die wir dazu brauchen als Ausgleich. Und ich habe schon die Seitenteile hier angepasst und gebaut. Und dann können wir die jetzt einfach hier unten hinmachen. Und das Ganze dann natürlich auch auf der anderen Seite. Und dann ist unser Waggon im Prinzip schon wieder fertig. Das Unterteil ist gebaut, zwei Noppen kürzer gemacht und dann können wir hier unsere Drehgestelle hinmachen. So, und das war's dann schon. Ja, dann haben wir zwei gleichmäßige Waggons. Jetzt fehlt nur noch der Waggon mit dem Stromabnehmer. Das ist dann praktisch der hier, den tun wir jetzt noch kürzen. Das ist praktisch das gleiche wie jetzt bei dem hier. Ich mache das jetzt, wenn noch was Besonderes, Auffälliges wäre, zeige ich euch das. Ansonsten kommt genau der gleiche Hergang. Unten das Ding rausmachen, Dach rausmachen, wie schon gehabt. Ich bin gleich wieder da, bleibt dran. Ja, wir schauen jetzt doch mal in den anderen Waggon kurz rein. Das untere Teil habe ich jetzt schon angepasst, wie beim vorherigen Waggon. Und jetzt schauen wir hier noch mal was kurz an. Und zwar habe ich hier einmal 8 Stäbe drin, 2 Stück, die habe ich versetzt nach vorne und habe hier hinten eine 2x4 Blade entsprechend reingebaut. Und dann war hier so eine 2x2 Blade dazwischen. Die 1x8 Stäbe oder Blades habe ich genommen, um praktisch hier den ganzen Aufbau wieder stabil zu bekommen, um das Ganze festzukriegen. Das wollte ich euch nur kurz zeigen. Ich baue es jetzt wieder zusammen. Ich bin gleich wieder da, bleibt dran. Ja, da bin ich wieder. Der Waggon ist zusammengebaut, er ist fertig. Es hat jetzt noch nichts Besonderes mehr gegeben, dass ich da euch noch was hätte zeigen können, sollen, müssen. Das Einzige ist jetzt, ich habe hier unten an den beiden Drehgestellen die hintere Fliese weggemacht, auf beiden Seiten, weil trotzdem das Ganze ein bisschen gehakt hat in der Vertiefung da drin. Das wird nicht so ganz hingehauen. Beim anderen Waggon funktioniert es. Da sind sie noch drauf. Ansonsten ist alles soweit gut. Ja, da stehen sie, die 6 Waggons. Wir gehen rüber auf die Anlage, machen die Testfahrt. Ich bin selbst gespannt, ob das auch alles funktioniert und vor allen Dingen, ob auch die 2 Motoren stark genug sind, diesen langen, großen Zug bei mir den Berg hochzuziehen. Also bleibt dran.
Ja, da steht er, der komplette Zug der EU Star 320 von BlueBlix. Ein ganz toller Zug, ich bin total begeistert. Bauen hat richtig Spaß gemacht, umbauen hat Spaß gemacht, modifizieren hat Spaß gemacht. Ich habe den neben dem weißen ICE gestellt mit dem Speisewaggon, also die sind jetzt beide gleich lang, so um die knapp 2,5 Meter, 2 Meter in die 40 oder so. Es ist echt cool. Ich habe jetzt, um nochmal zusammenzufassen, ich habe jetzt hier den Waggon gekürzt und habe die Drehgestelle anders gebaut. Ich habe bei den anderen Waggons eben die Drehgestelle verschoben, damit der Abstand zwischen den Waggons kleiner wird. Und ich habe hier bei der Lok umgebaut und habe dann eben zwei Motoren eingebaut, vorne und hinten einen, und wir fahren mit Powered Up. Wie gesagt, ist ein klasse Zug und ich starte jetzt einfach mal für die Testfahrt. So, und er fährt los. Ich habe jetzt hier schon eine relativ hohe Geschwindigkeitsstufe, weil der Zug unwahrscheinlich schwer ist. So ein Waggon wiegt um die 628, 630 Gramm. Er fährt hier super, der Zug, bin begeistert. Er ist allerdings sehr, sehr schwer. Und ihr könnt sehen, auf der geraden Ebene fährt er prima. Er kommt teilweise sogar, oder kommt auch um die R40 Radien, wie wir jetzt hier gerade gesehen haben. So, jetzt ist er komischerweise falsch gefahren. Jetzt haben wir wieder eine kleine Panne gehabt. So sollte es eigentlich nicht sein. Aus unerklärlichen Gründen, ja, manchmal macht er das. Jetzt passt es. Ist er einfach in die falsche Richtung. So, und jetzt fahren wir wieder rein in den Bahnhof. Und jetzt bleibe ich hier auch schon stehen. Weil es ist so, die Steigung, die ich hier hinten im Tunnel im Berg drin habe, die ist zu groß und er kommt nicht den Berg rauf mit der kompletten Länge. Ich habe jetzt abgekoppelt. Wir fahren jetzt trotzdem mal nach unten. Da muss ich noch eine Weiche stellen, um die Runde fertig zu drehen. Und dann erzähle ich euch noch irgendwas dazu. So, er kommt auch, wie gesagt, um die R40 Kurven rum. Allerdings würde er hinten den Berg nicht raufkommen. So, schauen wir uns an, wie er hier rausfährt mit den drei Waggons. Er kommt auch hier unten gut vorbei. Es gibt für den Zug eine klare Kaufempfehlung, auch wenn ich jetzt bei mir auf der Anlage nicht den Berg hochkomme, weil ihr habt ja gesehen, den anderen Teil der Anlage hat er gut geschafft, hat er gut gemeistert. Er ist auch sehr schön gefahren. Und auch vom Aussehen, vom Design her hat es gut funktioniert. Oder schaut, ist er toll. Vom Bauen hat alles gepasst. Jetzt muss ich mal gucken, sich nicht in die falsche Richtung fahre. Zum Glück habe ich angehalten. Der wäre eben jetzt auf das falsche Gleis gefahren. So. So, und dann fahre ich jetzt einfach mal daher und wir vergleichen nochmal. Ja, genau. Also, so schaut das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, Kaufempfehlung gibt es auf jeden Fall. Ich kann jetzt Folgendes machen: nochmal versuchen, die Waggons abzuspecken, leichter zu machen, wäre eine Möglichkeit. Oder dann eben das Ganze mit vier Motoren ausstatten, also dass ich dann den Endwaggon hier nochmal umbaue. Ich werde mir was einfallen lassen, ich werde den Zug auf jeden Fall behalten und werde mir Gedanken machen, was ich machen kann. Was ich ein bisschen wundert, der ICE, der fährt, ja, trotz dieser Länge, und der nicht, ist aber egal, ich werde eine Lösung finden. Das soll es jetzt erstmal für heute gewesen sein. Wie gesagt, Kaufempfehlung, bleibt dran für weitere Videos. Es kommt vielleicht noch ein Start und wenn nicht, dann geht es dann endlich los hier mit dem Umbau, wie angekündigt. Dann tun wir hier hinten weitermachen. Lasst es euch gut gehen und schreibt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet, was ihr dazu meint zu dem Zug, und bis zum nächsten Mal dann.